Ilse Aigner legt persönlich Hand an und greift beherzt zum Akkuschrauber. Das Hausschild hängt schon mal. Die zukünftige Funktion des Gebäudes ist damit klar. Die Zusammenlegung in das neue Superministerium für Verkehr und Bau erfordert ein größeres Dienstgebäude. Generell ist das Thema Bau, speziell Wohnungsbau, ein besonderes Anliegen der Ministerin. Wir müssen mehr bauen, das ist unbestritten. Wir müssen auch qualitativ bauen, weil es jetzt einfach nicht nur um Wohnungen geht, sondern natürlich auch um Quartiersentwicklung, die dazugehört. Und deswegen hoffe ich dann auch auf eine gute Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München und mit dem Bürgermeister oder mit dem Oberbürgermeister, Entschuldigung, um hier innovative Ideen vielleicht auch auf den Weg zu bringen. Ja, bauen ist natürlich als erstes mal wichtig, dass wir diese Bayernheim-Gesellschaft auf den Weg bringen, um hier mehr Wohnungen zu bauen in Bayern insgesamt. Es gibt aber auch viele Hochbauprojekte, die aus diesem Haus gesteuert und erledigt werden. Also vom Konzertsaal angefangen, über die Stammstrecke, die zweite Stammstrecke, aber auch die Unikliniken, die hier auf den Weg gebracht werden. Ein weiteres Schwerpunktthema stellt für Aigner der Münchner Verkehr dar. Und zudem zählen nicht nur unzählige Straßenprojekte, sondern auch der Schienenverkehr. Die Staatsministerin will hier in Zukunft auf mehr Digitalisierung setzen. Die eine Idee ist erst einmal, ob man Digitalisierung auch einsetzen kann, um Ticketsystem besser zugänglich zu machen. Ob das dann schon ein einheitlicher Tarif ist, das ist dann erst einmal ein noch größeres Rad. Aber dass man schon mal einheitlich buchen könnte, wäre schon mal ein deutlicher Weg in die richtige Richtung. Die ehemalige Wirtschaftsministerin steht in Zukunft vor neuen Aufgabenfeldern, was sicherlich häufiger ein Umdenken in der persönlichen Garderobe erfordert. Ja, also ich freue mich sehr. Also ich komme ja eigentlich aus dem Bauhandwerk und deswegen fühle ich mich da auch sehr zu Hause. Und die Schuhe kann ich gerne wechseln, ich bin das auch gewohnt. Und da sind wirklich unglaublich viele Aufgaben, die Menschen halt sehr, sehr direkt betreffen. Und deshalb eine große Aufgabe, eine verantwortungsvolle Aufgabe und ich freue mich drauf. Bei der Auswahl ihres neuen Büros hatte die Staatsministerin Mitspracherecht. Ein Büro mit Südwestausrichtung sollte es sein, also ein Platz an der Sonne. Noch sieht es hier recht ungemütlich aus. Doch in diesem Büro wird Aigner über den Rekordetat von 6,5 Milliarden Euro entscheiden. Dass sie für die Bewältigung ihrer neuen Aufgaben gleich ein neues Ministeriumsgebäude bekommt, ist für die Münchnerin auch eine kleine Besonderheit. Besser könnte es fast nicht gehen, dass ich ein neues Ministerium aufbaue, das auch wieder in ein neu hergestelltes Haus einziehen kann, auch wenn es erst im August sein wird. Aber das ist eine ganz besondere Aufstellung und es gibt es nicht so oft, dass man ein neues Ministerium gründen kann. Im August soll das Bauministerium dann einzugsbereit sein. Bis dahin wird die neue Bau- und Verkehrsministerin noch aus ihrem alten Büro im Wirtschaftsministerium heraus agieren müssen. Aha, okay, alles klar. Gut.